erinnern wir uns an die wichtigsten Phasen beim Start. Aufziehen, stabilisieren und kontrollieren, beschleunigen und abheben. Beim Aufziehen führt der Pilot den Schirm mit konstantem Zug nach oben. Je steiler das Startgelände, umso früher und betonter muss der Pilot den Schirm anbremsen, um ihn über sich zu stabilisieren. Da die Kappe bereits fliegt, verschafft sich der Pilot mit angepasstem Bremsleinenzug Zeit für den Kontrollblick. Erst jetzt fällt die Entscheidung für den Start. Der Pilot verringert den Bremsleinenzug und beschleunigt mit Körpervorlage und größer werdenden Schritten den Schirm bis zum Abheben. Steiles Gelände stellt an die Steuertechnik des Piloten noch höhere Anforderungen. Der Schirm muss von der Stabilisierungsphase bis zum Abflug aktiv gesteuert werden. Dazu gehören dosiertes und konsequentes Hochführen der A-Gurte, deutliches Anbremsen mit Kontrollblick, Stabilisieren der Kappe über dem Piloten mit Hilfe der Bremsen und schließlich aktives und damit pendelfreies Abfliegen. Starker Wind macht das Vorwärtsaufziehen schwieriger. Bessere Kontrolle bietet die Rückwärtsaufziehtechnik. Der Pilot sieht schon in der Aufziehphase die Reaktionen seines Schirms und kann bei Bedarf sofort eingreifen. Bei stärkerem Wind läuft er dem Schirm entgegen und nimmt damit den Druck aus der Kappe. Nur die Rückwärtsaufziehtechnik gestattet eine unmittelbare Kontrolle über den Schirm während der Aufziehphase. Dabei sind mehrere Varianten und Kombinationen möglich. Zum Beispiel Aufziehen mit gekreuzten Steuerleinen und überkreuzten Armen. Gekreuzte Steuerleinen und parallele Arme. A-Gurte und hintere Gurte zusammengefasst in je einer Hand. Und schließlich parallele Steuerleinen und parallele Arme. Vor dem Flug steht die Startvorbereitung. Zunächst legt der Pilot mit komplett angelegter Ausrüstung den Schirm aus. Bei Wind genügt es, die Kappe nur leicht auseinanderzuziehen. Mithilfe des Windes ist es sehr einfach, den Schirm bogenförmig auszulegen und die Leinen zu sortieren. Bei stärkerem Wind empfiehlt sich die Kontrolle über die zusammengefassten hinteren Gurte in der einen und die A-Leinen in der anderen Hand. Nach dem Einhängen der Tragegurte und des Beschleunigers greift der Pilot Bremsleinen und Tragegurte. Beim Zurückdrehen zur Kappe führt er die entsprechenden Tragegurte gebündelt über den Kopf und nimmt die Grundhaltung für das Rückwärtsaufziehen ein. Nachteile dieser Methode: eingeschränkte Bewegung durch überkreuzte Arme und gegensinnige Korrektur wegen gekreuzter Steuerleinen. Vorteil: die Bremsen bleiben in den Händen und müssen nicht übergeben werden. Vorteile dieser Methode: gute Führung und Kontrolle in der Aufziehphase. Die Steuerleinen bleiben in den Händen. Nachteil: Korrekturen über die Bremsen
erfordern gegensinnige Reaktionen. Diese Technik eignet sich gut bei starken Windverhältnissen. Durch Herabziehen der hinteren Tragegurte kann der Pilot jederzeit ein ungewolltes Abheben verhindern. Vorteil dieser Methode? Schon beim Aufziehen hat der Pilot die Kontrolle um die Querachse. Nachteil? Die Steuerung über die Tragegurte ist ungewohnt und erfordert gegensinnige Korrekturen. Mit am Tragegurt fixierten Bremsen dreht sich der Pilot zur Kappe. Die Hände greifen Steuerleinen und A-Tragegurte. Vorteile dieser Methode: gute Führung und Kontrolle beim Aufziehen. Seitenrichtige Korrekturen beim Stabilisieren über die Steuerleinen. Nachteil: beim Übergeben der Steuerleinen ist die Kontrolle über den Schirm kurz eingeschränkt. Sowohl bei überkreuzten als auch parallelen Steuerleinen ist das Aufziehen mit beiden A-Tragegurten in einer Hand möglich. Dabei gestattet die Steuerleine in der zweiten Hand schon beim Aufziehen die sofortige Kontrolle über den Schirm. Die gezeigten Rückwärtsaufziehtechniken sollen den Pilotinnen und Piloten helfen, individuell die geeignetste Methode herauszufinden. Dies gelingt am besten unter Anleitung eines Fluglehrers. In Performance-Centern stehen dafür geschulte Trainer und geeignete Videotechnik für Bewegungsanalysen zur Verfügung.